Den Schritt in die Vektorkinematik machen wir mit diesem Beispiel. Ein Winkelrahmen, der von zwei Kugelgelenken an der Position A und B gehalten wird. Zur dargestellten Zeit dreht sich der Winkelrahmen mit einer Winkelgeschwindigkeit Omega um die Y-Achse und beschleunigt mit einer Winkelbeschleunigung Alpha ebenfalls um die Y-Achse. Es sind nun Beträge von Geschwindigkeit und Beschleunigung des Punktes C hier am Rahmen zu dieser gezeichneten Zeit zu bestimmen. Wir möchten gerne laut Angabe wissen, Geschwindigkeit und Beschleunigung von dem Punkt C da. Also zeichnen wir uns einmal irgendeine Geschwindigkeit in dem Punkt ein. Irgendein Geschwindigkeitsvektor, Vc und im Prinzip auch Ac als Beschleunigungsvektor. Wie der ausschaut, wissen wir noch nicht. Wir wissen ja auch nicht, wo er hin zeigt, aber das wollen wir ausrechnen. Und im Wesentlichen ist es ja so, dass man die Rotation um eine Achse mit dem Abstand multipliziert und dann haben wir die translatorischen Komponenten. Also braucht man noch den Abstand. Und der Abstand ist einfach dieser Vektor hier, der seine Basis beim Drehursprung hat, also bei der Achse, um die gedreht wird, und die Spitze dort, wo man die Geschwindigkeit ausrechnen möchte. Dann stimmt nämlich das Vorzeichen automatisch. Alpha und Omega ist gegeben und die Abmessungen sind gegeben. Wie schaut dann die Geschwindigkeit Vc aus? Vc vektoriell. Ja, Abstand mal Omega. Wenn wir es vektoriell machen, muss man auf die Reihenfolge auch noch aufpassen. Das Kreuzprodukt, ja. Und da kommt zuerst die Winkelgeschwindigkeit. Also Omega Kreuz Abstandsvektor. Dann stimmt's. Omega Kreuz R. Was ist R? Eingezeichnet ist er, müssen wir nur noch schauen, wie er wirkt. Offensichtlich in die negative X-Richtung. Und zwar mit dem Abstand A. Das Ganze nach hinten von dem Winkel ist A. Also ist er minus A in X-Richtung. Und in Y-Richtung gar nichts. Das ist in Verlängerung der X-Achse, wenn man da hinschaut. Sondern nur mehr in Z, positiv. Mit dem Abstand C. Also hat der ganze Vektor, ich schreibe das immer so dann, minus A in X plus C in Z-Richtung. Und das Omega als Vektor, Omega ist Omega EY dann. So, wenn man das jetzt einsetzt, wird unsere Geschwindigkeit Vc vektoriell nichts anderes als stur eingesetzt, das Kreuzprodukt Omega EY Kreuz, und dann mache ich eine Klammer, weil da gibt es offensichtlich zwei Terme, von R minus A EX plus C EZ. So, und jetzt braucht man nur mehr die Kreuzprodukte rechnen dieser Einheitsvektoren. Und die Kreuzprodukte der Einheitsvektoren geben immer einen anderen Einheitsvektor. Zwei geben den dritten. Das ist klar. Also Y und X müssen Z geben. Y und Z muss X geben. Dann geht es nur mehr darum, welches Vorzeichen kriegen sie. Dann machen wir das da unten ganz konkret. Schauen wir vielleicht auf diese Skizze da. YX. Y kreuz X ist offensichtlich minus EZ. Wenn Sie schauen, das geht in die rote Richtung. Das hat aber schon ein Minus vorm A. Das heißt, Sie hätten Minus Omega mal A mal Minus EZ, also Plus. Omega A EZ. YZ geht in die grüne Richtung, wird Plus X. Wird also, weil da auch überall schon ein Plus ist, Omega C EX. Und so haben sie sofort das Kreuzprodukt berechnet aus den drei Termen. Das heißt, wir setzen hier jetzt ein. Wir haben ja die Zahlenwerte gegeben, ja, die sehen Sie eh noch gerade. A ist 0,4, C ist 0,3 und Omega ist 5 Sekunden nach minus 1. Das multiplizieren wir einfach zusammen.
dann kriegt man hier, und das kann man so schreiben, wenn man möchte, 1,5 in x-Richtung plus 2 in z-Richtung und außerhalb der Klammer schreibe ich die Einheit Meter pro Sekunde. Und der Betrag ist natürlich wieder Pythagoras, die Wurzel aus den beiden Komponenten, vcx² plus vcz², y ist ja 0, ergibt sich dann so 2,5 Meter pro Sekunde. Gut, das war die erste Sache. Die zweite Sache ist die Beschleunigung. Bei der Beschleunigung ist jetzt interessant, wie schaut dort die Formel wieder aus? Schreib's einmal her, dann diskutieren wir die Formel. Alpha Kreuz Abstandsvektor R minus Omega Quadrat mal Vektor R. Omega Quadrat ist, wenn es ein Vektor ist, Omega Skalar in Omega. Das wird ein Skalar, deswegen steht da kein Unterstrich. Und der Vektor R wird da einfach drauf multipliziert. Sprich, das ist eine Komponente, die zeigt zum Drehzentrum hin. Das ist das, was man typischerweise Zentripetalbeschleunigung nennt. Das steht da schon. Und das andere ist die Tangentialkomponente. Jetzt ist allerdings interessant, wo das herkommt. Deswegen auch hier wieder eine Nebenbemerkung, wo kommt das her? Es ist stur Zeitableitung des Geschwindigkeitsvektors. Das gilt ja nach wie vor. Im Allgemeinen gilt, die Beschleunigung als Vektor ist die Ableitung der Geschwindigkeit nach der Zeit, der vektoriellen Geschwindigkeit nach der Zeit. Und jetzt braucht man ja nichts anderes zu tun, als den Zusammenhang von hier oben für die Geschwindigkeit einzusetzen. Die Geschwindigkeit ist Omega Kreuz R für reine Rotation. Wir setzen einfach Omega Kreuz R hier ein. So, und wenn man das jetzt Zeit ableitet, was kriegt man dann eigentlich? Genau, wie die Produktregel. Ist ja auch ein Produkt, Kreuzprodukt ist auch ein Produkt. Also Ableitung von Omega Kreuz R und dann plus Omega Kreuz Ableitung von R. Mehr ist es nicht. Das heißt, d Omega nach dt Kreuz R, das bleibt nach wie vor ein Vektor, deswegen können wir das Kreuzprodukt ganz normal ausführen, plus Omega Kreuz Ableitung von R. So. Das vorne ist irgendwie logisch. Die Winkelgeschwindigkeit nach der Zeit abgeleitet ergibt die Winkelbeschleunigung. Okay. Und der hintere Term, dr nach dt, was gibt das eigentlich? V. Und V ist Omega Kreuz R. Für den rotatorischen Fall. Also Omega Kreuz Omega Kreuz R. Das Omega Kreuz R zuerst ausrechnen, dann kriegen Sie ein Objekt, das irgendwie normal steht auf Omega und auf R. Und wenn Sie dann noch einmal Omega draufkreuzen, dann kriegen Sie was, was in Richtung R steht wieder. Also kriegt man da auf jeden Fall Alpha Kreuz R. Und dann, wenn man das Kreuzprodukt einfach durchführt, Omega in Omega wird Omega Quadrat. R bleibt, und zwar in die negative R-Richtung. Gut, rechnen wir das aus. Das R ist natürlich das gleiche R wie oben. Das Alpha ist Alpha in Y, also statt Omega halt Alpha. Das heißt im Wesentlichen, dass das Kreuzprodukt ähnlich ausschauen wird. Alpha in Y Kreuz R war minus A in X plus C in Z-Richtung. Und dann haben Sie halt noch den zusätzlichen Term minus Omega Quadrat minus A in X plus C in Z-Richtung. Führen wir das aus. Im Wesentlichen kann man abschreiben von oben. Also Alpha AEZ plus Alpha C EX.
Und hinten brauchen wir ja nur das Omega-Quadrat rein multiplizieren mit dem Vorzeichen. Also plus Omega-Quadrat A in X-Richtung minus Omega-Quadrat C in Z-Richtung. Dann fassen wir es entsprechend zusammen und dann ergibt sich eine Beschleunigung vektoriell von Alpha C plus Omega-Quadrat A in X-Richtung und Alpha A minus Omega-Quadrat C in Z-Richtung. Eingesetzt 12,4 EX minus 4,3 EZ Meter pro Sekunde Quadrat und der Betrag ist wieder der Pythagoras ACX Quadrat plus ACZ Quadrat, Wurzel draus sind 13,1 Meter pro Sekunde Quadrat.